mit den Herzen voller Freude. Und gemeinsam möchten wir dir danken. Wir kommen zu dir, o Herr, mit dem Herzen voller Freude und gemeinsam. Für diesen Tag danken wir dir, für die Früchte der Erde danken wir dir und für die Kirche, die uns alle ein, danken wir dir. Wir kommen zu dir, o Herr, mit dem Herzen voller Freude und gemeinsam möchten wir dir danken. Wir kommen zu dir, o Herr, mit dem Herzen voller Freude. Gemeinsam möchten wir dir danken. 40 Tage sind vergangen, seit wir das Fest der Geburt des Herrn gefeiert haben. Am heutigen Tag wird Jesus in den Tempel gebracht und Simeon spricht das Wort: Meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Menschen erleuchtet. So wollen wir die Kerzensegnung vollziehen für die Kerzen, die in unserer Kirche zur Ehre Gottes und uns zur Freude brennen. Lasst uns beten. Gott, du Quell und Ursprung allen Lichtes, du hast am heutigen Tag dem Propheten Simeon Christus geoffenbart als das Licht zur Erleuchtung der Heiden. Segne diese Kerzen, die wir bereitet haben, zu deinem Lob werden sie entzündet. Führe uns auf dem Weg des Glaubens und der Liebe zu jenem Licht, das nie erlöschen wird. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Gläubige, ich begrüße euch zu unserer Sonntagsmesse. Ihr merkt schon, heuer haben wir die Besonderheit, dass der Maria-Lichtmesstag auf den Sonntag fällt. So werdet ihr alle mit hineingenommen in diesen allerletzten Tag, an dem wir auf Weihnachten zurückblicken. Das ist ja auch der Grund, warum bis heute die Christbäume noch gestanden haben. Der 40 Tage alte Jesus, wie wir es so schön auf unserer Krippe hier, an unserer Krippe sehen können, wird vor den Tempel, in den Tempel gebracht. Der lang verheißene Retter der Welt, der Messias, begegnet dem Gottesvolk des alten Bundes. Wir wollen mit hineingenommen sein in diese Begegnung mit dem Heiland, auch unseres eigenen Lebens. Rufen wir dafür sein Erbarmen an. Herr, erbarme dich.
Der allmächtige Gott, der erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. So lasst uns Gott preisen. Lasset uns beten, allmächtiger, ewiger Gott, dein eingeborener Sohn hat unsere menschliche Natur angenommen und wurde am heutigen Tag im Tempel dargestellt. Läutere unser Leben und Denken, damit wir mit reinem Herzen vor dein Antlitz treten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Prophet hat ihn schon angekündigt, der das Licht der Welt sein wird. Lesung aus dem Buch Maleachi. So spricht Gott der Herr: Seht, ich sende meinen Boten. Er soll den Weg für mich bahnen. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Seht, er kommt, spricht der Herr der Herre. Doch wer erträgt den Tag, an dem er kommt? Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer im Schmelzofen und wie die Lauge im Waschtrog. Er setzt sich, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen. Er reinigt die Söhne Levis, er läutert sie wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn die richtigen Opfer darbringen. Und dem Herrn wird das Opfer Judas und Jerusalem angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit, wie in längst vergangenen Jahren. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei.
Lesung aus dem Hebräerbrief. Er, der heiligt, und sie, die geheiligt werden, stammen alle von einem ab. Darum scheut er sich nicht, sie Brüder zu nennen und zu sagen: Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde dich preisen. Und ferner: Seht, ich und die Kinder, die Gott mir geschenkt hat. Da nun die Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, hat auch Jesus in gleicher Weise Fleisch und Blut angenommen, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel, und um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Denn er nimmt sich keineswegs der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. Darum musste er in allem seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott zu sein und die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Wort des lebendigen Gottes. Danke sehr. Halleluja, 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 halleluja. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für das Volk Israel. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt: Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt: 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, bis er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt, und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm er das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass viele durch ihn zu Fall kommen.
und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken von vielen Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Damals lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Benuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Geschätzte Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Kinder, lasst mich zunächst fortführen, was wir vor 3 Wochen schon begonnen haben, nämlich genau das, was ihr immer wieder auch erlebt, was wir bei der Heiligen Messe eigentlich tun und was geschieht. Ihr erinnert euch an die 3 Hauptinhalte, das Denken, das Danken und das Essen. Man kann es sich auch ein bisschen anders merken. Ihr kennt alle die DNS, diese wichtige Information in der Zelle, damit es überhaupt zu einem Wachstum kommt in der Zelle, DNS. Das Gleiche ist quasi unser Gottesdienst, damit es zu einem Wachstum kommt im geistlichen Leben. Man muss dann nur verdrehen, das Danken, das Nachdenken und das Sich-Stärken für unsere Sendung. Diese 3 Punkte. Und das Erste, das Denken, heißt im Fachausdruck Memoria. Was wir hier in der Messe tun, ist Memoria. Ihr kennt vielleicht das Wort memorieren. Das heißt, nachdenken, sich etwas vergegenwärtigen. Memoiren kennt sie auch. Sich etwas Gehörtes oder Gesehenes wieder vor Augen stellen. Vergegenwärtigung dessen. Und genau das ist die Messfeier. Gedächtnisfeier dessen, was geschehen ist, was Gott uns in Jesus gesagt hat, was er dann getan hat. Das Nachdenken, also einfach wieder vor Augen führen, das ist das Erste. Auf ihn hinschauen so. Übrigens, hier ist die Entlastung für alle, die noch drunter stöhnen, dass wir 2 Lesungen und 1 Evangelium hören, wie es in der ganzen Weltkirche üblich ist. Ihr braucht euch nicht alles merken. Es ist ein vor Augen geführt bekommen, ein hingestellt bekommen. Was hat Gott schon zu uns gesprochen? Und wenn dann ein Wort, ein Satz dabei ist, den ich praktisch in meinem Leben dann umsetzen kann, dann ist dieses Gedächtnis gegenwärtig geworden. Dann beginnt es zu wirken, vorher nicht.
dieses Gedächtnis ist zum einen beim Wortgottesdienst natürlich, wo wir das alles nachdenken können, vorgeführt bekommen. Dieses Gedächtnis ist aber dann auch in der Eucharistiefeier im Sakrament, dort sogar vorgezeigt, Lebenshingabe Jesu für uns. Mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen, für jeden von uns. Das im Blick zu haben, sein Angebot an uns, das ist gemeint mit Gedächtnisfeier, Memoria. Wollen wir in Zukunft das so bewusst hinhören? Was hören wir heute wieder Neues, was Gott gesprochen hat? Und dann immer wieder das Gleiche. Was hat er für uns getan, was in uns wirklich eine Wandlung des Herzens, unserer Persönlichkeit zum Heiligen Geist hin bewirken wird. Und diese Wirklichkeit ist auch im heutigen Evangelium vorgekommen, wenn ihr gut aufgepasst habt, wenn es da am Anfang heißt, er wird Gott geweiht. Ja, die Eltern brachten ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn zu weihen. Was heißt das? Gott übergeben heißt das. Das ist dieser Anklang ans Alte Testament bei der Befreiung aus der Sklaverei von Ägypten. Die erstgeborenen männlichen Nachkommen der Ägypter kamen zu Tode, nachdem zuvor die Ägypter alle männlichen Nachkommen der Israeliten umgebracht hatten. Und das war ein Vorausbild, wie dann die Israeliten geschützt wurden mit diesem Blut an den Pfosten der Haustüren. Ein Vorausbild, dass einmal ein Opferlamm kommen wird, ein Erstgeborener, nämlich der Gottessohn selbst, der den Tod auf sich nimmt und dafür die Mitglieder des Gottesvolkes, das sind wir Menschen, die beginnen mit ihm zu gehen, vor dem Tod zu bewahren. Wenn ihr hier vorne noch die Schafe seht, dann ist das nicht mehr das Hirtenfeld, sondern dann ist das der Tempel in Jerusalem und der Verkäufer von diesen Schafen, die als Opfertiere dort waren. Israel hat immer dieses Andenken bewahrt, es wird das Blut der Lämmer uns einmal retten. Es war natürlich nicht das Blut dieser Tiere. Es ist die Lebenshingabe des Lamm Gottes selbst, des Sohnes Gottes selbst, die uns Menschen retten wird. Und wenn er da so in den Händen gehalten wird von den Propheten, dann ist das schon diese Hingabe an den Heilsplan Gottes. Das Positive daran, dass wir nicht erschrecken, er ist das Licht, das die Völker erleuchtet. Meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Das ist so wuchtig in unserem Glauben. Jesus Christus ist die Botschaft für alle Völker. Meine Augen haben es gesehen. Ihr wisst, zu Weihnachten geht es immer ums Schauen. Wir haben ja heuer das Glück gehabt, dass wir mit dieser Krippenlandschaft so lang, so still hinschauen konnten auf alle Ereignisse der Kindheitsgeschichte. Aber auch beim öffentlichen Jesus, beim Auftreten Jesu ist immer wieder das Schauen an erster Stelle. Darum habe ich erst geschmunzelt. Man kann reden, was man will, aber sobald wo wer geht, dann schauen alle dorthin. Gott weiß das. Darum lässt er uns alles einmal schauen. Die letzten Wochen hat es immer geheißen, der Johannes, seht das Lamm Gottes. Da hat er schon auf Jesus gezeigt. Dann letzte Woche, das Land, das im Dunkeln, das Volk, das im Dunkeln lebt, hat ein helles Licht gesehen. Und heute wieder, meine Augen haben das Licht gesehen, das vor allen Völkern bereitet ist, das Heil. So, dass wir
dieser Botschaft aus der Weihnachtszeit jetzt hinausgehen. Am 24. haben wir den Gedanken gehabt, wir wollen uns darüber freuen, dass Gott sich gezeigt hat, dass er sichtbar geworden ist in diesem Jesus Christus. Und heute wollen wir uns dieses Wort mitnehmen, meine Augen sollen den Blick haben auf dieses Licht vom Himmel, auf Jesus Christus, der dann auch durch alle Dunkelheiten durchleuchtet. Ihr wisst alle sein Schicksal, er hat kein echtes Leben gehabt. Gegenteil, ihm würde widersprochen, weil er aufgedeckt hat die Stolzen und sie zu Fall gebracht hat mit ihren verkehrten Haltungen. Weil er die, die am Boden waren, aufgemuntert hat und ihnen Hoffnung gegeben hat. Auch ich werde ganz am Boden landen, aber dann werdet ihr sehen, Gott fängt mich auf. Er hat diesen Weg getan. Maria wurde es angekündigt heute. Durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Der Heilsplan Gottes geht übers Tragen der Bosheiten und Wandeln. Sie musste mit ansehen, wie ihr eigenes Kind grausamst getötet wurde. Es war dieser Schmerz in der Seele. Aber Gott gibt uns durch sein Hindurchgehen durch den Tod das Licht, die Hoffnung der Ewigkeit. In allen Dunkelheiten, die auch wir durchleiden müssen, können wir uns immer an Christus einen Lichtstrahl mitnehmen. Es ist nicht das Letzte. Gott hat uns gezeigt, dass ewiges Licht auf uns wartet. Das ist letztlich der Halt, den uns Christus bittet, an dem wir heil werden können in allen Erfahrungen des Leides auch. Lasst uns in diesem Blick, in dieses Jahr noch tiefer hineingehen. Unsere Augen sollen Christus, das Heil unseres Lebens, sehen. Dann haben wir auch etwas vom Glück des Himmels vor uns. Amen. Bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Zusammen mit dem Greisen Simeon und der Prophetin Hanna, die sich beide ganz Gott überantwortet hatten, kommen wir zu Jesus Christus und bitten ihn. Herr, erneuere durch die Feier deiner Darstellung im Tempel in allen Christen die Freude über ihre Berufung, dir zu gehören und dir nachzufolgen. Christus, unser Licht, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke den Männern und Frauen, die du in eine religiöse Gemeinschaft berufen hast, Erfüllung und Freude auf diesem besonderen Weg ihrer Berufung. Christus, unser Licht, wir bitten dich, erhöre uns. Segne das Wirken aller Ordensleute, die im Gebet, im Apostolat
oder in der Mission deine Gegenwart und Liebe unter den Menschen bezeugen. Christus, unser Licht, wir bitten dich, erhöre uns. Wecke in den Herzen junger Menschen die Bereitschaft, auf deine Stimme zu hören und deinem Ruf in einen Dienst der Kirche zu folgen. Christus, unser Licht, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke den Orden und geistlichen Gemeinschaften neue Schwestern und Brüder, die ihnen helfen, ihre Sendung in die Zukunft zu tragen. Christus, unser Licht, wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns einander selbstlos mit unseren Gaben dienen, damit wir uns alle immer mehr als eine Gemeinschaft mit dir als Mitte erfahren. Christus, unser Licht, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir für das Licht, das uns heute aufleuchtet. Nimm unseren Dank an, auch für alle, die sich dem Dienst an den Menschen und dem Lob deiner Herrlichkeit geweiht haben. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Heute wird bei der zweiten Tafel um ein Kerzenopfer gebeten. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, nach deinem Heilsplan hat dein eigener Sohn sich als makelloses Lamm für das Leben der Welt geopfert. Nimm die Gaben an, die deine Kirche in festlicher Freude darbringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Vergegenwärtigen wir uns jetzt diese Erlösungstat Christi, die da hängt mit seinem Leib, zuckend und sterbend, wie sein Blut vergossen wird, uns zur Wandlung der Herzen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken.
Denn heute hat die jungfräuliche Mutter deinen ewigen Sohn zum Tempel getragen. Simeon, vom Geist erleuchtet, preist ihn als Ruhm deines Volkes Israel, als Licht zur Erleuchtung der Heiden. Darum gehen auch wir dem Erlöser freudig entgegen und singe mit den Engeln und Heiligen den Lobgesang deiner göttlichen Herrlichkeit. Singt heilig, heilig, heilig ist unser Herr und Gott. Singt mit den Engeln, heilig bist du, Gott, Zebaoth. Im Himmel und auf Erden soll deine Herrlichkeit gelobt, gepriesen werden, jetzt und in Ewigkeit, jetzt und in Ewigkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem Christus, dein eingeborener Sohn, im Tempel dargestellt wurde. Wir gedenken deiner Heiligen und ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. So bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn in der Nacht der Menschheit, da er verraten wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Kommt, lasset uns anbeten. Kommt, lasset uns anbeten. Kommt, lasset uns anbeten, den König, den Herrn. Kommt, lasset uns anbeten. Kommt, lasset uns anbeten, kommt, lasset uns anbeten, den König, den Herrn. Geheimnis des Glaubens. Dein Herr.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in die Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Erlösungsopfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heil bringt. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteile erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir dieses Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Ludwig und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die dich mit ehrlichem Herzen suchen. Wir wollen auch der beiden Kinder gedenken, die durch die Taufe an diesem Wochenende in unserer Gemeinschaft aufgenommen werden. Segne sie, lass sie zum Segen werden für ihre Familien, zum Segen für die Welt. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Nimm sie auf in dein ewiges Glück. Gütiger Vater, gedenke, dass wir alle deine Kinder sind und schenke uns das Erbe des Himmels. In Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis, der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, dass wir in deinem menschgewordenen Sohn schauen, und bewahre uns vor Verwirrung und Unheil, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Als Christus geboren wurde, verkündeten die Engel den Frieden auf Erden für die Menschen guten Willens. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist in der heiligen Kommunion. Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Diesen Frieden des Herrn, er sei allezeit mit euch.
und mit deinem Geist. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht das Licht der Welt, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich mein Wort, so wird meine Seele gesund. Meine Augen haben das Heil gesehen. Lasst uns in der heiligen Kommunion noch einmal unsere Hände ausstrecken, unseren Mund als Krippe, in die sich Christus hineinlegt, der in uns wachsen möchte, alles erleuchten will. Blut Christi, schenke uns das ewige Leben.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, stärke unsere Hoffnung durch das Sakrament, das wir jetzt empfangen haben, und vollende in uns das Werk deiner Erlösung. Du hast die Erwartung Simeons erfüllt und ihn, Christus, schauen lassen. Erfüll auch unser Verlangen. Lass uns Christus entgegengehen und in ihm ewiges Leben finden. Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Noch zu den Verlautbarungen der kommenden Woche. Heute ist um 11.30 Uhr die Taufe von Florian Schwab. Am Abend ist Totenwache für Frau Anna Bauer, Beersdorf, Holzmichel. Auch morgen Abend um 19.30 Uhr. Das Begräbnis von Frau Bauer ist am Dienstag um 10 Uhr. Am Freitag ist wieder Schülermesse, 7.15 Uhr. Haben wir große Freude, wie viele Volksschulkinder jede Woche diese Einladung Jesu annehmen. Der Blasius-Segen wird heute nach dem Gottesdienst und auch morgen nach der Messe am Tag des heiligen Blasius einzeln gespendet. Am Montagmorgen ist um 19.30 Uhr die Sitzung des Finanzausschusses, um 17 Uhr die Sitzung des Bauausschusses und des Vorstands. Die Lektoren und Kommunionhelfer werden gebeten, am Dienstag um 19.30 Uhr zur Jahreseinteilung ins Pfarrheim zu kommen. Der nächste Dekanatsgebetskreis ist am Freitag um 19.30 Uhr in Mönchdorf. Heute Abend ist noch Möglichkeit, auch den Einzelsegen zu empfangen bei der Segnungsmesse in Bierbach. Und zwei Vorankündigungen für die Pilgerfahrt nach Medjugorje über Palmsonntag, besonders mit den Familien, den Kindern, sind Einladungen aufgelegt. Und für die Israelreise im Sommer auch ein Informationsblatt. Die Besonderheit ist, dass die Reiseführung in Israel durch einen ortsansässigen deutschsprachigen Priester geschehen wird. Wer da die Möglichkeit hat, kann ich sehr einladen und empfehlen. Wir wollen jetzt diesen Segen Gottes empfangen und uns mitnehmen, was wir diese Messe geschaut haben, uns vergegenwärtigt haben. Das Licht, das alle Menschen erleuchtet, soll auch durch uns sichtbar werden. Lasset uns beten. Segne jetzt dieses Licht, diese Kerzen. Schenke denen, die sich versammelt haben, um diesen Segen zu empfangen, deine Hilfe. Behüte sie vor Krankheit und Schaden und führe sie heil durch die Gefahren des Lebens. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. So segne euch auf die Fürsprache des heiligen Blasius und schenke euch Gesundheit an Seele und Leib, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.